They say love like this comes once in a lifetime. For the first time I believe it to be true. All of my friends say, when you know, you know. Every piece falls into place when I'm... Herzlich willkommen zum Hochzeitscafé unterwegs. Heute haben wir eine doppelte Überraschung. Zum einen sind wir hier in Oerlikon in Zürich bei der Halle 550, die erst letztes Jahr aufgegangen ist als neue Event-Location. Und zum zweiten treffen wir jetzt dann gerade die Lena von der Trau dich Messe. Und sie wird uns ganz tolle Sachen erzählen, was euch hier erwartet an dieser Messe in Zürich. Wir sind hier in der Halle 550, ehemals ABB-Werkstätte. Und es ist eine Industriehalle und ihr seht, im Moment ist da nichts. Das ist wirklich einfach nur eine Halle. Aber mit dem speziellen Charme vom Industrial Style gibt das eine Megamesse. Bin ich ganz sicher, dass Trau dich ein riesen Erfolg wird sein. Hallo Lena, Hallo. Willst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin die Lena, ich bin die Projektassistenz von der Trau dich Zürich und freue mich jetzt in Zürich zu sein. Wie sind ihr mit der Trau dich auf die Idee gekommen, wieder zurück auf Zürich zu kommen, nach so vielen Jahren? Mhm. Also wir waren eben in der Vergangenheit auch schon immer in Zürich, über 10 Jahre, also viele Jahre waren wir eben dort schon auch mit unserer Hochzeitsmesse und freuen uns jetzt natürlich wieder in diesem Jahr mit der neuen Hochzeitsmesse, mit der Trau dich Zürich zu starten. Wir sind hier in einer mega gute Location, sie ist im Industriestil. Ja. Wie sind ihr genau auf die Location gekommen? Also wir haben eine Schwesternmesse, das ist die Blickfang. Die hat eben auch hier in der Nähe ihre Messe. Und dadurch sind wir eben auf die Halle 550 aufmerksam geworden. Und dass es Zürich wird, das habt ihr von Anfang an gewusst? Also Bern, Basel oder Luzern ist für euch gar nicht in Frage gekommen? Dadurch, dass wir eben in der Vergangenheit immer schon in Zürich waren und da eben jahrelang Veranstaltungen hatten, wollten wir eben jetzt wieder zu diesem Standort zurückkehren. Wie viele Stände habt ihr da so ungefähr geplant, dass sich die Hochzeitsinteressierten können vorstellen, wie groß das die Messe wird? Also eine genaue Zahl kann ich leider noch gar nicht sagen, weil wir eben gerade noch viel am Plan sind, aber so 60 bis 100 möchten wir schon anstreben. Habt ihr ein Rahmenprogramm, etwas, eine Unterhaltung, wo sich die Hochzeitsinteressierten etwas vorstellen darunter? Ja, also wir haben sonst immer Live-Musik-Auftritte oder Brautmodenpräsentation. Was genau jetzt eben dieses Jahr geplant ist, können wir noch gar nicht sagen, weil wir da eben gerade noch in der Detailen oder in der letzten Phase sind. Aber wir werden auf unserer Website auf jeden Fall viel dazu veröffentlichen, deshalb einfach auf Social Media schauen oder eben auf unsere Website. Was denkst du, wieso sollten Hochzeitsinteressierte genau an Trau dich kommen? Also unsere Trau dich Messe ist eben dafür bekannt, dass wir ein unterschiedliches Branchenangebot haben. Wir möchten unseren Ausstellerinnen und eben unseren Brautpaaren einfach viel Auswahl bieten. Und deshalb freuen wir uns, euch auf unserer Trau dich Messe zu begrüßen. Wir haben sehr viele Männer, die sich auch sehr interessieren für Hochzeitsbranche und alles, was mit Hochzeiten zu tun hat. Bietet ihr auch für die Männer etwas an? Also vor allem im Kleidungsbereich, da bieten wir eben Herrenmode an. Also wir haben eben viele Herrenmode-Aussteller. Ja, ob noch mehr geplant ist, das schauen wir eben dann. Vielleicht gerade auch etwas für den Bad oder für die Pflege, je nachdem. Genau. Oh, das klingt sehr spannend. Ja. Das Highlight von Ihrer Messe? Das Highlight, das wird eben unser umfangreiches Branchenangebot sein und eben unser Rahmenprogramm. Und genau, wir freuen uns einfach, eine erfolgreiche Messe zu organisieren. Zum Schluss noch das Leitungsthema, und zwar Corona. Wir müssen es leider ansprechen. Es ist im Oktober, am 8. und am 9., wo die Messe stattfindet, hier in Zürich-Oerlikon. Und wie man halt jetzt aus der Vergangenheit weiss, ist genau der Oktober ein bisschen schwierig Monat. Falls jetzt sollte eine neue Welle kommen. Man kann neue Tickets ja nur online kaufen. Ja. Was bietet ihr da an Sicherheit? Also sollte eben die Messe nicht wie geplant stattfinden, was wir natürlich alle nicht hoffen und wir sind natürlich auch weiterhin optimistisch, dann würden wir einen Ausweichtermin suchen und die Brautpaare haben eben dann die Möglichkeit zum Ausweichtermin einfach auf unsere Messe zu kommen. Also das klingt alles sehr unkompliziert. Ja, ja. Schutzkonzept nehme ich an, wird je nach der neuen Regeln dann noch bekannt werden. Ja, also das wird auch auf unseren ganzen Social Media Kanälen oder eben auch auf unserer Website veröffentlicht. Zeitnah natürlich, dass man sich entsprechend vorbereiten kann, aber da wird natürlich für die Sicherheit gesorgt sein. Ja, genau. Das ist doch super. Hast du noch einen Geheimtipp
für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir jetzt hier dabei haben, was gibt es an dieser Messe, was einfach an den anderen vielleicht nicht gibt oder was man gar keinen Fall verpassen darf? Ja. Also ich würde euch natürlich empfehlen, einfach in Ruhe über die Messe zu laufen, sich inspirieren zu lassen, vielleicht auch nicht in allzu großen Gruppen, sondern mit der besten Freundin oder vielleicht mit dem Verlobten und einfach sich inspirieren lassen, genau. Danke dir viel mal für das nette Gespräch und wir freuen uns sehr. Ja. Wir werden auch auf die eine oder andere Art mit dem Hochzeitskaffee an dieser Messe zu finden sein und bleibt dran bis dann. Tschüss. Mein Name ist Pascal. Es hat mich mega gefreut, dass ihr mit uns auf die Reise gekommen seid mit dem Hochzeitskaffee unterwegs. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt dran!